Listen to my story. Das ist wunderbar. Das ist so überhaupt. Kingdom Hearts, das Licht. Hail, it's about time. Was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War 2. Ja, ich muss ein bisschen leise sein, denn wir haben schon die Nachtruhe erreicht und wir wollen ja nicht, dass die Nachbarn wieder kommen und machen, ne? Von meiner Tür. Deswegen, ja, muss ich ein bisschen leise sein. Ich hoffe, man versteht mich. Ansonsten, wie gesagt, in der Nachbearbeitung kann ich mich nochmal leiser machen, auf jeden Fall lauter machen. Aber jetzt erstmal also muss ich den Ton so halten, denn letztes Mal gab es Beschwerden, weil ich im Stream genau die exakt selbe Uhrzeit laut geschrien habe. Da gab es... Oh, warte mal, kann man hier nicht irgendwie... Nee, kann man nicht. Okay. Wahrscheinlich müssen wir später hier wieder. Habe ich letztes Mal im Stream wieder meine Lautstärke volle Pulle gedreht. Von meiner Stimme natürlich, ne? Und dann kam mein... Und jeder weiß, dass das eine Kritik ist. Deswegen, ja. Muss ein bisschen leiser sein. Der Sumpf der Vergessenen. Irgendwas sagt mir, dass man die unterschießen kann. Ich weiß es. Oh, vielleicht konnte man... Vielleicht kamen die auch runter und hätten mich gekillt. Das könnte auch sein. Deswegen jetzt am besten die Augen offen halten. Tief im Turm verborgen. Leben die Mäuren. Sie entscheiden über die Schicksalsfäden. Erlange Kontrolle über deinen Faden, dann gelangst du zu dem Moment zurück, in dem Zeus dich verriet. Ich wollte schon gerade sagen, warum zittert er so? Nein, die Kisten! Noch nicht, ja, Kratos! Oh mein Gott! Oh, Kratos ist ein Bob! Hättest du nicht erstmal die Kisten öffnen können? Kriegt er ein Event. Oh, das mit den Sticks hasse ich, ne? Oh, hast du schön an den Arsch. Jawoll. Klatsch die Pferde, ne? Oh, Quicktime-Events hasse ich. Vor allem hier das mit dem Stick drehen, ne? Das ist wirklich kompliziert. Überwunden, bin den Flammen der Pein entronnen, um ein Schicksal zu verändern. Und für all meine Anstrengungen belohnen mich die Mäuren und schenken mir das Objekt meiner Rache, Kratos. Den Diener des Ares. Also, die sich daran erinnern, das ist der Tag, Spartaner. Das ist der, den er gekillt hat. Niemals vergesse ich diesen Tag. Genau, der. Also ich muss gegen den wohl kämpfen. Oder hat der gerade Kratos einen Headshot gegeben? Diesmal, Geist Spartas, hol ich mir deinen Kopf! Hol, versuch es doch! Dieses Stück Scheiße. Ich geb dir eine mit. Oh oh. Ist er nicht? Oh, oh, oh. Hallo. Nicht in die Ecke drängen und angreifen. Wahrscheinlich krieg ich sein Schwert, wenn ich den gekillt habe. Schwert sag ich schon. Pferd. Okay. Wie ging das nochmal? Hier. Oh. Okay. Okay, Pfeil und Bogen helfen auch. Hilft auch nichts. Na, ja, er ist einfach mit purer Gewalt, die da meucheln. Ja, voll auf die Fresse. Oh, vielleicht doch. So. Gut. Nein, renn nicht! Lass mich nicht greifen, Junge! Alter. Kannst du mal aufhören zu rennen, du Bitch? Oder so. Geht's auch. Jetzt ist mein Pferd. Ja, doch nicht. Ja, ihn zwingen, wie ein Mann zu kämpfen.
Ah, jetzt weiß ich, ich bekomme nicht das Pferd, sondern wahrscheinlich hier diese komischen Seelen-Dinger da. Oh oh. Okay, das ist jetzt richtig assi. Angriffe blocken, aber irgendwie schaffe ich das nicht, einen richtigen Zweitpunkt diese Scheiße zu verwenden. Ich weiß, mein Deutsch ist gerade richtig miserabel, aber ganz ehrlich, ich schiebe es ja auch Zeit die Schuld. Aua. Warte. Nein, falsch Ding. Hallo. Lol. Hörst du mal auf, mich zu kuscheln? Ist ja widerlich. Stück Scheiße. Alter. Was ist das denn? Achso, das ist doch der, den wir damals am ersten Teil, glaube ich, bei dem Schiff-Dings gemacht haben. Also gekillt haben. Ja, wer den ersten Teil nicht gesehen hat, ne? Alter. Auf Leben. Oh, nice. Das kann man leben. Ist er größer geworden? So. Der Scheiße ist größer geworden. Ja, natürlich, automatisch wird doch die Waffe größer. Wer kennt's nicht? Aua. Hätte ich nicht meine Waffen leveln sollen, bevor ich in diesen Kampf reingegangen bin. Hätte ich jetzt auch mehr Schaden gemacht. Nee, nee, Junge. Oh, jetzt ist er kleiner. Hi. Dies ist doch kleiner zu werden, ne? Nicht cool, wa? Das Gefühl kenne ich leider nicht. Weil, sagen wir, zum Glück kenne ich dieses Gefühl nicht, ne? Kleiner zu werden. Oh, oh. Hello. Ach komm, dieses Stück Scheiße. Aua. Nein. Nein, 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 auf mir hinterher zu rennen. So, halt Abstand von mir. Oh shit. Oh, nicht schon wieder. Oh mein Gott. Ja, triumphiere über deinen Sieg, Junge. Oh, oh. Oh, ich hätte Kreis drücken sollen. Scheiße. Ja, weißt du, normalerweise kommt es immer mitten auf dem Bildschirm. Jetzt ist es plötzlich ganz an der Seite. Aua. Oh oh. Ja, block deine scheiß Angriffe. Immer dieser eine Hit, der noch trifft, ne? Jetzt kann ich ihn wieder greifen. Ja, ich freue mich. Mit deinem komischen Hammer. Bleib liegen. Oh, man kriegt den Hammer. Ich dachte, man kriegt die Seelen. Egal, den Hammer akzeptiere ich auch. Habe ich ihn jetzt endgültig getötet? Ja, freut er sich, der Kratos. Lass den Wut der Titanen deine Klingen stärken, Kratos. Ah, oh, warte. Ich schließe es gleich. Erstmal hier diese Ficker töten. Was passiert eigentlich, wenn ich die Gegner mit dem Hammer greife? Okay, das ist ja neu. Latsch. 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 So.
Was steht da bei dem Mongo? Okay. Nevermind. Ah, guck mal, da kann ich da rüber wieder. Ich hab voll alter Hammer. Ja, das war scheiße, ne? Wenn man das zweite Mal zu Leben kommt, ne? Und dass man verschwindet, nur weil man Rache nehmen will. Ja. Merkt euch das genau? Also merkt euch nichts, ne? Was? Ah. So, aber erstmal leveln. Gewinnen wir mal den Hammer hier. Erhöhter Schaden, Seelenbeschwörung. Eher antippen. Also, die richtige Schutztaste. Der richtige Schutztaste, rechten Stick. Komm, kann eigentlich das auch mal leveln. So. Auf geht's in die Meure. Hä? Ich hab doch. Ach so. In eine bestimmte Richtungstaste muss ich diese Scheiße drücken, damit die Seelen kommen. Okay. Da sind die Meuren. Irgendwann sagt man, dass ich rüberspringen muss. Was haben wir denn hier? Oh, zerfetzte Körper. Das ist so, ah, okay, wahrscheinlich kommen wir später hier hin. Wahrscheinlich, weil wir die Meuren da angesprochen haben. Ja, ja. Kratos wird immer mal auf dem Rücken. Oh, da hinten. Ach, ah, ein Speicherpunkt. Aha. Erst mal gucken, ob hier noch was ist. Das sieht doch hier verdächtig aus. Lol. Du da! Krieger! Hilf mir! Okay, ich glaube, wir müssen später hier. Erstmal speichern. Ich hoffe, ich komme noch rüber. Jawohl. Erstmal öffnen wir diese Tür dort. Mal speichern. Ja. Gut. Aber ich habe ja das letzte Mal und die letzten anderen Folgen auch gesagt, ne, ich werde ja nicht jetzt 2 Abend machen oder so ähnliches, ne, wenn ich Speicherpunkt finde, sondern ich werde so lange weitermachen. Oh! Ja, wie bei diesen anderen Spielen, wo die dann plötzlich Dark Souls und so weiter, ne? Die dann warten, bis ich hochkomme einfach. Oder bis ich zurückkomme. Da warten die ja schon vor der Tür. Oh mein fucking Gott. Komm, ein bisschen die Seelen hier spielen lassen. Alter. Vielleicht hätte ich deswegen die Kiste aufbewahren sollen. Okay. Der Eingang sagt mir, ich darf nicht durch. Ja, alles klar. Das heißt, ich muss doch hier lang. Ja gut, ich hätte auch mir nichts anderes vorgestellt. Na, weil wir spielen hier God of War. Na klar, will uns diese Tür abhalten, reinzukommen. Das wäre ja zu einfach gewesen, natürlich. Sie haben ach komm, fuck off. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Was ist schon am durchgelesen? Oh lol, die können ja ausweichen. Seele, damit der da ein bisschen von Schaden kassiert. Alter, sind das wilde Wildschweine? Sind das Wildschweine? In der Rüstung? Alter, rein in den See mit dir. Oh. Jetzt reißt. Ich wollte eigentlich normal mit dir campen, aber dann machen wir es halt auf eine andere Art und Weise mit dir. Okay, ich glaube, rüber komme ich nicht, oder? Oh ja.
By the way, falls ihr so Explosionen im Hintergrund hört, nein. Ist das kein Krieg ausgebrochen oder sonst was ähnliches, sondern die Leute natürlich mit ihren Feuerwerkskörpern können nichts anderes an hier. Muss ich hier rein eigentlich? Okay, nein, hinter Ausgang. Ja, die verbraten ihr gesamtes Geld in Feuerwerkskörper. Das habe ich auch damals gemacht, muss ich erst gestehen. Ich habe auch damals Böller und Raketen gekauft und dies und so weiter, ne? Aber ich weiß nicht, nach einer Weile habe ich dann die. Ah, okay. Na, oh mein Gott, Moment, ich sinke. Sekunde, muss ich kurz meinen Stuhl wieder hochmachen. So. Aber so. Im Nachhinein betrachtet, denke ich mir so, boah, das ist doch alles für nichts und wieder nichts, ne? So, du hast ein paar Böller gezündet, du hast ein paar Raketen gezündet und nice, ne? Schön und gut, aber das war's doch noch gewesen. Ja. 20 Euro in den Sand gesetzt. Sogar noch mehr. Oh ne, schon wieder. Wow. Ein Wildschwein-Zyklonreiter oder was hier? Eigentlich muss er doch sauer auf den da sein, weil er dem Schaden zufügt. Okay, auch mit dem anders. Oh, wenn ich das Ding habe, kann ich dich ausweichen. Was? Kreisrücken, um den Reiter absteigen zu lassen. Oh. Okay. So. Du wirst gebeamt, Junge! Oh, okay. Wie ging's nochmal mit dem Wechseln da? R2. Er wollte mich treten! Aua. Ja, schaff ich runter. Jawohl, diesmal klappt das mit dem. Alter Kratos! Er reißt ihm den Auge aus hier. Sie haben ein Zyklonauge erhalten. 1 von 2. Sammeln Sie genug Augen, um einen Bonusschatz freizuschalten. Jetzt die Frage ist. Holt er noch einen Zyklon? Ne? Ja, er holt noch einen Zyklon. Okay. Dann musst du jetzt erst sterben, weil du sonst auf dem Reiter bist oder so. Oder so. Wie jetzt schon mal? Genau so. Kommt runter, Scheiße. Mit dir will ich als erstes fertig werden hier. Was soll der Bonusschatz? Was? LOL! Er ist runtergefallen vom Zyklopen. Nichts als Zyklope, kannst nichts. Ich werde immer von diesem Tritt getroffen. Schon heftig mit dem Auge. So, 2 von 20. Wahrscheinlich krieg ich so eine Waffe aus Augen oder so. Dann machen wir das hier. Nein, so viel Leben haben wir nicht verloren. Und ich glaube nicht, dass hier irgend so einen versteckten Schatz gibt, oder? Kurz mal umspringen? Nee. Kann ich auch nicht zerstören? Nee, kann ich auch nicht. Die Säule kann ich nicht zerstören. Das heißt, wir müssen. Oder wir können. Wow. Okay. Wahrscheinlich so, ne? Ja. Yeah.
Frag mich, ob darunter jetzt ein Schatz ist oder nicht. Ich will es nicht austesten. Wenn da unten ein Schatz war, dann ist meine Schuld, aber... bevor ich jetzt sterbe und die gesamte Passage von vorne machen müsste... lass ich es lieber sein. Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Okay, da geht's wohl weiter. Erstmal hier schauen. Oh. Ja, war wohl nichts. Oh. Da kommen wir mal den hier weg. Was geht der ab? Nice. Ich habe aber... lol, ich hätte dann doch die Gesundheit nehmen können. Ja, super. Ja. Naja. Hätte das denken können, dass da noch irgendwann... oder sogar im nächsten Raum so ein Blue Orb-Kiste kommt, ne? Wer hätte das denken können? Ich nicht, natürlich. Oh nee, ich sehe schon diese Viecher, ne? Boah, ach, guck mal. Kann ich... oh, falsches Ding. Oh, die kann ich doch mit dem Bogen abknallen. Ja, komm, warum soll ich die mit dem Bogen abknallen? Kommt her! So. Du musst aufpassen, dass die Raketen nicht durch ein Fenster kommen von mir. Nice. Ja, so geht's auch. So kann ich verhindern, dass zumindest nach unten tauchen. So. Ja, komm, dann mache ich dich so fertig. Vor allem, was ich am Silvester so hasse, das gibt's doch hier. Also, ich hab jetzt nicht so krass Erinnerung von damals, weil ich hab ja irgendwie damals auch... ja, ich hätte die Kiste behalten sollen, ne? Ja, super. Also, die Gesundheitskiste. So viel Scham, wie ich jetzt gerade wieder kassiert habe. LOL! Okay, nevermind. Was ich so von damals noch kenne und was ich damals so ziemlich... nicht so gestört, aber heutzutage stört mich das, ne? Es gibt ja so manche Vollidioten, ja, anders kann man die nicht beschreiben, die diese Böller und diese Raketen einfach... wow, wow! Halten, um weiter zu schwingen. Achso, mit X lass ich los. Jetzt. Haha! Okay, es gibt nur einen Weg, glaube ich. So. Und das gibt's auch manche Vollidioten wirklich, also anders kann man die nicht nennen, die dann diese Böller oder Raketen einfach in Richtung Häuser machen. Leute, einer ist runtergefallen. Ja, das war wohl nichts. Ah, guck mal, ein Gorgonauge. Also vermute ich einfach mal, oder ein Feder. Ah, ein Gorgonauge. Ja, ich vermute immer bei der ersten Kiste immer ein Gorgonauge. Bei der zweiten Kiste, die ich so finde... oh shit. Ja komm, die Schleuder steht in so einem Freien. Oh, hat nicht so funktioniert, ich dachte. Ja komm, dann machen wir es so. Zack! Bam! So. Oh oh. Oh oh. Nein! Oh, wechselst die Fertigkeit. Oh, komm, erstmal rüber dann. Ah, ich kann nicht sein. Runter. Ich kann kaputt machen. LOL, das Ding ist ja explodiert! Holy shit. Oh oh.
Oh mein Gott. Gut, damit hätten wir das auch geregelt. Oh fuck. Oh, nicht zu dem, ey. Oh. Jawohl. Ich brauche unbedingt eine Gesundheitskiste. Lol. Habt ihr es gerade gehört? Es hat gerade geklingelt. Moment mal, ich muss an die Tür. Sekunde. Wer klingelt denn bitteschön um 23:37 Uhr? Moment mal, ich muss an die Tür, ne? Bis gleich. Da bin ich wieder. ja. Kleine Planänderung. Also, nach der. Also, beim nächsten Speicherpunkt muss ich leider ausmachen. Denn der Nachbar kam und hat sich beschwert, dass ich etwas zu laut war gerade. Weil die Wände sind ja dünn. Und ja, Hammer, ne? Also muss ich beim nächsten Speicherpunkt tatsächlich Feierabend machen. Dann wird die Folge diesmal kürzer. Tut mir furchtbar leid, aber ich darf wohl abends nicht aufnehmen. Nee. Okay. Ah. Okay, die Leiche. Ach, dahinter ist aber was, ne? Wow! Vielleicht hat sich der Nachbar gerade deswegen schon mal kurz laut, oder? Ich hab deine auch. Nee. Ja, darüber beschätzt sich der Nachbar, ne? Aber wenn der Typ da seinen Feuerwerkskörper wirft, ne, und dann laut ist, ne, dann ist es. Ja, ich verstehe schon. Ah, okay, hier muss ich auch was finden. Aber noch was? Wahrscheinlich hier drin, ne? Leute! Da kommt immer Körper, oder? Wahrscheinlich muss ich hier was aufnehmen gleich. Ja. Aber auch nicht. Hä? Hm. Okay. Hat's mit der Leiche zu tun vielleicht? Sekunde. Gucken wir mal. Und bloß die Leiche ist für immer weg. Das wär's noch. Okay. Ich glaube, ich hab gerade missgebaut. Scheiße, ich glaube, die Leiche ist weg. Hoppala. Ah, hier ist ja auch noch was. Ach, hier kommt die Leiche wahrscheinlich wieder, kann sein. Schauen wir mal. Da! Ich hab mich verkackt, juhu! Aber da muss es doch irgendeine Lösung für dieses Rätsel geben. Wie komme ich denn da hin?
Okay. Perfekt. So. Noch ein Gorgon-Auge. Ja, ich musste gerade Richtung Fenster gucken, weil der Spassi hat die Rakete in diese Richtung geschossen. Ah, guck mal, da kommt schon der Polizeiwagen. Ach, jetzt kann ich... Ah. Jetzt hab ich verstanden. Moment. Genau. So. Also muss ich mich jetzt richtig beeilen. Nein! Hä? Okay, Moment. Okay, da muss ich hin, ne? Oder vielleicht ganz oben etwas? Warte. Hier ist es richtig? Ich kann einfach reinrollen, oder? So, easy. Gar kein ordentlicher Scheiß zu machen. So, aber leider. Ja, ich habe schon die Kämpfe, aber hier muss ich leider Feierabend machen, ne? Weil der Nachbar wieder so gemacht hat. Ja, also um 23:24 merken wir mal, ne? Nicht mehr zocken. Dann möchte ich einfach mal sagen, ja. Geht's beim nächsten Mal einfach weiter, ne? Diesmal war die Folge ziemlich kurz, das war furchtbar leid. Also, naja, ich habe ja eigentlich gehofft, immer wieder eine Stunde und so aufzunehmen, aber wenn die Uhrzeit es leider nicht gibt und der Nachbar leider pennen will, ne, kann man es auch nicht mehr machen. Kann man es auch nicht mehr ändern. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.